Leatherman Free P4. Ein Leatherman Multitool, das auf Magnetbasis funktioniert und eine wirkliche Einhandfunktionalität aufweist. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann und ob es auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe dieses Teil jetzt seit 3 Monaten im Einsatz und möchte mit dir eine Rekapitulation machen, ob das auch etwas für dich ist. Dieses neue Design von Leatherman, das kann einem gefallen oder auch nicht. Das musst jetzt du für dich selbst entscheiden mit dieser Verarbeitung hier. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass dieses Free eine wirkliche Einhandbedienung zulässt. Schauen wir es uns mal an. Schau mal her. Das Ganze basiert auf Magnetbasis. Das bedeutet ein kleiner Tipp und du kannst aufmachen. Und ein kleiner Tipp, wo du machst auch wieder zu. Und das ist halt schon sehr praktisch, aber das ist nicht alles. Du kannst jetzt hier mit der Einhandöffnenmechanismus das Messer das aufmachen. Und es ist jetzt arretiert. Und hier hinten ist ein kleiner Hebel. Den kannst du bedienen, zurückziehen und dann nach vor drücken. Eine ganz einfache Geschichte. Und das geht natürlich auch mit der Säge. Das geht auch mit der Schere, die durchaus brauchbar ist. Das möchte ich gleich dazu sagen. Ja. Das geht auch, die hatten wir schon. Diese Klinge. Und das geht natürlich auch mit dem Wellenschliff, der bei Leatherman sehr häufig mit dabei ist. Gut, und wie gesagt, alles mit einer Hand, theoretisch bedienbar, wenn man sich die Finger brechen mag. Nein, im Ernst, also das geht schon ganz gut, da kann man überhaupt nichts sempern, das geht sehr, sehr gut. Aber es gibt noch eine Einhandbedienung, und zwar, alle Werkzeuge liegen außen. Man muss ja immer überlegen, bei einem Multitool, wo liegen die Werkzeuge? Und die liegen hier tatsächlich komplett außen. Hier siehst du so eine kleine Einbuchtung. Und wenn du in diese Einbuchtung reindrückst, ich zeige dir das jetzt von der anderen Seite, ich drücke da jetzt rein und dann kann ich automatisch die Werkzeuge, die hier mit eingebaut sind, aufmachen. Das heißt, man braucht jetzt nicht, wenn ich jetzt einen Vergleich zu Victorinox nehmen mag, zu diesem netten, wunderschönen Teil hier, ja, Victorinox, übrigens, billige Eigenwerbung, Link zu den Produkten kriegst du hier unterhalb. Leatherman leider nicht bei mir im Shop, die wollen mich nicht beliefern, aber so ist das halt. Schau mal her, da muss ich halt da mit dem Fingernagel reingreifen. Mir ist das persönlich wurscht, aber es soll Leute geben, die das nicht mögen. Also meine Frau zum Beispiel, die mag das überhaupt nicht. Ja, für die ist ja dieses Free-System, hier jetzt konkret bei dem P4, sicherliche Überlegung wert. Ist das notwendig? Nein, muss man wissen, muss man sich selbst entscheiden. Gut, auf jeden Fall, ich drücke da drauf und kriege dann hier die Werkzeuge raus und sage, okay, na, da brauche ich nichts. Was bräuchte ich? Ah, ich bräuchte jetzt bitte den Kapselheber und den Kreuzschraubenzieher. Ja, so, den habe ich jetzt hier, dann mache ich irgendwas und dann kann ich das hier hinten bedienen und dann wieder zumachen. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Da gibt es überhaupt nichts. Schauen wir uns die Werkzeuge im Detail an. Wir haben jetzt hier mal eine Feile. Ja, eine Feile. Ja, beidseitig. Es ist keine, nicht so wie wir das kennen vom Charge zum Beispiel, beziehungsweise wo wir es kennen vom Leatherman. Na, damit ich es rauskriege. Fällt mir jetzt nicht ein. Wave, wie konnte ich das vergessen? Da ist hier noch einmal eine Metallsäge dabei. Die ist hier nicht vorgesehen. Das Ding ist auch insgesamt viel kleiner, muss aber ehrlich dazu sagen, für die meisten Dinge, die man im Everyday-Carry-Bereich, also im EDC-Bereich braucht, ist diese Feile auch ausreichend. Gut, soll so sein. Hier haben wir dann noch einmal einen Schlitz und ein Lineal mit dazu. Dann haben wir hier eine Ahle. Ja. Und auch hier ein bisschen angespitzt und das kann man auch als Schlitzschraubenzieher natürlich verwenden und dann den guten alten Dosenöffner. Das ist auf dieser Seite mit dabei und auf der anderen Seite haben wir hier als Werkzeuge einerseits einmal eh schon den Kapselheber und den Philips-Schraubenzieher und hier, da ist also ein kleiner Anschliff drauf. Ja, das heißt, auch da kann man ein bisschen arbeiten und das könnte man zum Beispiel zum Öffnen von irgendwelchen Dosen oder zum Aufbrechen, ja, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall verwenden. Gut, dann innen das Werkzeug. Wir haben hier eine Spitzzange mit einem dazugehörigen Seitenschneider, die auch wechselbar sind. Also das ist hier standardmäßig dabei. Und eins muss ich auch dazu sagen, wenn du dir auf Amazon den Preis anschaust von diesem Teil, dann wirst du halt sehen, dass das Ding nicht unbedingt auf der Billigschiene ist. Ja? Also da musst du schon ein bisschen ablegen für diese neue Technologie oder für dieses neue System, wenn dir das wichtig ist. Was ich gelesen habe, ich konnte es selbst noch nicht nachvollziehen,
aber ich werde den sowieso in den Langzeittest nehmen und dann auch wieder davon berichten, dass manche meinen, manche berichten davon, wenn man hier jetzt feilt mit der Feile, logischerweise feilt man mit einer Feile, da ist übrigens auch noch einmal ein kleiner Schlitz dazu, aber wie auch immer, dass dann hier Sägespäne reinfallen und da dieses System hier da an dieser Stelle, diese Arretierung, ein Magnet ist, sind dann die kleinen Späne da innen drinnen und die kriegt man irrsinnig schlecht raus bei so einem Magneten. Ne? Wie kann man vorstellen, dass das irgendwie wahr ist? Mal schauen, mal schauen. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und dann im Sommer noch einmal berichten, also im Sommer 2021. Also lass ein Abo da, wenn du das erste Mal hier bist. Übrigens, ich gebe da oben da beim i draufklicken, da habe ich so gut wie alle Leatherman-Tools vorgestellt. Schau dir das einmal an, ob dich das interessiert. Dann standardmäßig ist auch ein Clip dabei, den kann man runter montieren. Ja, wenn man das mag, ist alles gut und schön. So, jetzt mag ich meine Meinung dazu sagen, die ich aktuell zu dem Thema habe. So, ich habe jetzt hier zwei andere Multitools. Ja, und zwar das Leatherman Charge und den Victorinox. Ja, also von der Verarbeitung her möchte ich gleich einmal eines dazu sagen. Ja, obwohl ich Leatherman sehr gern mag, also ich mag diese Tools extrem, können die an die Verarbeitung auch bei diesem teuren Tool hier an Victorinox einfach nicht ran. Und wenn dir das nicht wichtig ist mit dem, ich kann das mit einer Hand aufmachen und ja, wenn dir das wurscht ist, wenn du sagst, das ist was muss ich die Zange so aufmachen können, außer der Coolness-Faktor oder ich bin beim Bombenentschärfen und muss da jetzt gerade das so aufmachen, weil wenn ich die Hand wegnehme, explodiere ich. Dann wird es dir auch reichen und der ist qualitativ einfach besser. Also da haben sie von der Verarbeitung her, einfach vom Angreifen her, aber das ist sehr individuell, aber das mag sein. Und da muss ich halt mit zwei Händen aufmachen. Ja? Oder ich muss da so drücken und dann kriege ich es auch mit einer Hand auf, aber es war nicht so cool. Gut, und das zweite ist natürlich, und das ist wirklich auch wirklich nett, muss ich wirklich sagen, dass man eben hier drücken kann und das geht auf. Ich finde das wirklich gut. Mir gefällt das sehr gut. Ob es den Preis rechtfertigt, musst du für dich selbst entscheiden. Schaust dir auf jeden Fall an. Also qualitativ sind sie noch immer nicht. Haben sie Victorinox noch immer nicht überholt. Innovation ist okay. Wenn ich jetzt den Wave oder jetzt hier das Charge mir anschaue, dann muss ich da auch noch ein bisschen reingreifen, damit ich zu den Werkzeugen reinkomme. Aber eigentlich hätte mir das gereicht. Also ich brauche diese Free-Funktion in Wahrheit nicht. Und wenn ich dann auch mir dann auch noch, und das muss man halt auch dazu sagen, den dazugehörigen Preis anschaue, weiß ich noch nicht genau, ob sich das wirklich auszahlt. Aber ich werde es in den Langzeittest nehmen und dann noch einmal davon berichten. Ich habe bis jetzt noch keine Situation gehabt, wo das für mich wichtig war, aber sei es drum. Jetzt bist du dran. Hast du das Leatherman Free P4? Was ist deine Meinung dazu? Wie findest du dieses Tool? Schreib mal was. Findest du das gerechtfertigt? Ist der Preis in Ordnung? Würde mich sehr nicht interessieren. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie der Max. Ich gebe dir den Link zu all den Produkten. Natürlich auf Amazon und auch zu mir in den Shop, was halt ich anbieten kann. Abo dalassen, da geht es zu mir in den Shop, zu den Multitools. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Und wir sehen uns in ein paar Monaten wieder und dann reden wir noch einmal über das Free P4. Ciao, ciao.